Du möchtest den Ex-Partner oder die Ex-Partner erobern, aber du bist fremdgegangen und dadurch ist die Trennung zustande gekommen. Dann werde ich dir jetzt in diesem Video versuchen, eine Anleitung mitzugeben, der du folgen kannst. Das Ganze ist immer super individuell und super situativ, deswegen auch hier der Hinweis: Mach wirklich den Test aus der Beschreibung für den Aus, schicke mir zu. Da kann ich mir deine Situation einfach nochmal eins zu eins anschauen. So, was ganz wichtig ist, ist erst einmal, dass viele, die eben in solche Situationen reinkommen, extrem kopflos reagieren. Sie sehen den Fehler ein und sie sehen mit Einsehen des Fehlers auch diese wahnsinnige Möglichkeit, alles wieder sofort gut zu machen und fangen dann an, hinterher zu rennen. Sie wissen ja, was es ausgelöst hat, die Trennung, denn denkt man sich natürlich, okay, das kann ich rückgängig machen, es wird nie wieder vorkommen, ich fühle es ja so stark in mir, dass es nie wieder passieren wird und ich muss jetzt mein Gegenüber irgendwie auf Biegen und Brechen davon überzeugen. Das große Problem dabei ist aber, dass es auch hier wieder nur um dich geht, genauso wie beim Fremdgehen. Es geht um dein Anliegen, es geht um deine Notwendigkeit, das Gegenüber davon zu überzeugen, dass das so nicht nochmal vorkommen würde. Aber es geht nicht um das Gegenüber. Das heißt, du arbeitest dann meistens aus einer Angst, das kann auch zum Beispiel eine Verlustangst sein oder die Angst, dass man denn, meistens ist es tatsächlich die Verlustangst, die dann dafür sorgt, dass du nicht mehr aus deiner Mitte heraus agierst. Angst heißt, ich muss jetzt unbedingt dich überzeugen, um nicht diesen Schmerz, dich zu verlieren, spüren zu müssen. Und ich muss unbedingt dir beweisen, was ich gerade empfinde. Wenn du es genauso empfinden könntest, wie ich es empfinde, dir beweisen würde, dass ich nie wieder fremd gehen werde. Und im Endeffekt als wichtigster Antrieb dann dafür da ist, um ihn oder sie zurückzubekommen. Der Folge wird dann meistens nach so einem Verhalten wie verrückt hinterhergerannt und damit viel kaputt gemacht. Ich will das gar nicht pauschalisieren. Es gibt auch Situationen, in denen kann es durchaus sinnvoll sein, eben hinterher zu rennen. Nicht viel, aber zu zeigen, es tut mir leid, zu zeigen, ich kämpfe jetzt um dich, zu zeigen, ich verändere es, weil das Gegenüber mitunter auch auf eben genauso eine Reaktion meistens, nicht immer, aber in einigen Situationen tatsächlich wartet und sehen möchte, dass du jetzt wirklich Einsatz zeigst. Denn schließlich hast du das Vertrauen gebrochen und genau danach ist es eben auch wichtig, dass das Vertrauen nach Möglichkeit auch wieder aufgebaut wird. Und Vertrauensaufbau schafft man eben auch, indem man nach so einem Szenario der Ex immer wieder zeigt, das wird nicht immer vorkommen, es wird nicht mal passieren, und es tut mir leid. Bis zu einer gewissen Grenze kann das in einigen Situationen zutreffend und sinnvoll sein, dass man nicht in den Rückzug geht und einfach wartet, bis das Gegenüber auf dich zugeht oder in eine Kontaktsperre geht, sondern erstmal wirklich Einsatz zeigt. Aber auch das, hier nochmal der Hinweis, ist ganz individuell. Das kann ich jetzt nicht pauschalisieren in diesem Video, weil ich nicht möchte, dass du Fehler machst. Deswegen mach den Fragebogen aus der Videobeschreibung für den aus, schicke ihn mir zu, dann kann ich individuell deine Situation begutachten und dir dann genau sagen, was wichtig ist. Fakt ist, dass das Wichtigste für deine Rückeroberung immer der Vertrauensaufbau ist und deswegen die ganze Rückeroberung immer aus dem Herzen heraus geführt werden sollte und nicht aus dem Egoismus oder vielleicht der Verlustangst und so weiter. Weil erst dann bist du in der Lage, auch einzuschätzen, wo dein Gegenüber gerade steht. Ist es so, dass du noch viel Einsatz zeigen kannst und durch diese Überzeugung vielleicht auch dein Gegenüber überzeugt bekommst, dass das nicht nochmal passiert? Oder ist es so, dass es deinem Gegenüber wirklich zu viel ist, da erstmal Abstand notwendig ist und zu viel Druck noch mehr kaputt machen würde? Und so weiter. Das sind alles Attribute, die oder Möglichkeiten, die vor allem auf deine Empathie aufbauen. Das heißt, deine Empathie kann im Endeffekt dafür sorgen, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, dass du eine Rückeroberung aus dem Herzen, was ja auch empathisch sein heißt, aus dem Herzen startest und umsetzt und eben nicht aus der Angst.
Das ist der erste wichtigste Schritt, um den es geht. Vertrauensaufbau hat ganz viel mit Empathie zu tun. Und bei Empathie ist es wichtig, wirklich aufs Herz zu hören und mit dem Herzen zu arbeiten. Es geht also erst einmal darum, herauszufinden, was noch möglich ist, was man machen kann, wo man noch mit Kontakt arbeiten kann und wie man da arbeiten kann. Und das komplett darauf zu konzentrieren, mit diesem Kontakt möglichst viel Vertrauen aufzubauen und Vertrauen zu schaffen. Wobei der Kontakt, der jetzt entstehen muss, auch weiterhin davon abhängig ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum du fremd gegangen bist, auch eine ganz wichtige Geschichte. Also das ist dieses Thema Fremdgehen, ist so komplex, dass es eigentlich fast unmöglich ist, hier zu sagen, tu das oder tu das, weil es einfach wahnsinnig individuell ist. Es ist einfach unendlich individuell, denn die Ursache für das Fremdgehen hat auch nochmal einen ganz großen Einfluss. Und darauf möchte ich jetzt eingehen, wie sich dann eben zum Beispiel der Kontakt zwischen euch beiden dynamisch am besten verhalten sollte oder auch nicht oder was für dich entscheidende Schritte sind. Du bist ja fremd gegangen und Fremdgehen hat immer einen bestimmten Grund. Ist es der Grund, dass du dich wirklich falsch verhalten hast, toxisch verhalten hast und einen Fehler gemacht hast, oder ist es vielleicht so, dass auch der Ex oder die Ex das irgendwo provoziert hat durch toxisches Verhalten, vielleicht selber vorher fremd gegangen ist oder dich einfach nicht richtig behandelt hat und du ein Sprungbrett gesucht hast und jetzt merkst, oh mein Gott, da ist immer noch sehr viel Anziehung und Verbindung. Oder ist es so, dass ihr beide irgendwo toxisch seid füreinander, euch gegenseitig verletzt und so weiter. Die Ursache für das Fremdgehen entscheidet also zu einem sehr starken Teil, auch wie es im Kontakt zwischen euch beiden weitergehen soll. Denn die Ursache für die Trennung ist ja das Fremdgehen. Somit ist die Ursache für das Fremdgehen eigentlich auch die Ursache für die Trennung. Und mit dieser Herangehensweise sollte man auch in den weiteren Kontakt gehen. Ja, es geht um Vertrauensaufbau im Kern, aber immer abhängig von bestimmten Umständen. Deswegen möchte ich jetzt nochmal auf diese Thematik eingehen und das einfließen lassen darin, wie das eben jetzt für dich und den Kontakt zwischen euch beiden weitergehen kann bzw. sollte. Wenn es beispielsweise so ist, dass sich dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin dir gegenüber wirklich falsch verhalten hat, toxisch verhalten hat und dir ging es nicht gut in der Beziehung und du musstest da ausbrechen irgendwie, und dann bist du fremdgegangen. Jetzt würde das Fremdgehen natürlich zum Vorwurf gemacht. Dann wäre es ganz falsch, jetzt zu versuchen, Vertrauen aufzubauen und Vertrauen zu schaffen. Dann ist es entscheidend, dass du sagst, ich bin fremdgegangen, weil, und ich muss aus der Beziehung raus und das muss ich verändern, sprich das toxische Verhalten, damit diese Beziehung für uns beide wieder eine gesunde sein kann. Das heißt, die Grundlage wäre eine ganz andere. Ist es so, dass du dich toxisch verhalten hast und fremdgegangen bist, vielleicht vorher dich auch falsch verhalten hast in der Beziehung und wirklich da manipulativ dein Ego nur bestätigen wolltest oder einfach mit deinem Ex-Partner, Ex-Partner nicht gut umgegangen bist, dann ist zum Beispiel ganz wichtig, dass du wirklich Vertrauen aufbaust und an diesen ganzen Themen, die das alles herbeigeführt haben, transformierst, damit der Ex, die Ex im Kontakt mit dir wahrnehmen kann und sehen kann, dass genau so etwas nicht noch einmal passieren würde. Ist es so, dass du dich in eine andere Person verliebt hast und dadurch ist Anziehung entstanden, du hast aber gleichzeitig den Ex-Partner, die Ex-Partnerin auch geliebt, ihr habt euch beide geliebt, sind das ganz andere Grundvoraussetzungen. Dann musst du natürlich Vertrauen aufbauen, wenn du gemerkt hast, das ist ein Fehler. Aber da kannst du auch auf einer anderen Basis argumentieren. Ist es so, dass du zum Beispiel einfach betrunken warst, fremdgegangen bist und es einfach komplett schief gelaufen ist? Ist es was ganz anderes, als wenn du dich extrem toxisch verhalten hättest oder der oder die Ex dir gegenüber toxisch war? Das heißt, im ersten Schritt ist es für dich ganz wichtig, dass du wirklich den tatsächlichen Hintergrund für das Fremdgehen dir anschaust, dir der Ursachen dafür wirklich bewusst wirst und eben an genau diesen Punkten in die Veränderung gehst und in die Transformation gehst und die Dinge tust, die dem Gegenüber jetzt gerade am sinnvollsten sind. Wenn dich dein Gegenüber wirklich schlecht behandelt hat und du bist fremdgegangen, weil du da raus wolltest aus dieser ganzen Geschichte, dann ist es wichtig, dass du dieses Thema zu Tisch bringst und klar machst, das wird sich auch nicht ändern und es wird immer wieder passieren, wenn sich dieses toxische Verhalten nicht ändert. Das heißt, du solltest dann auch konfrontieren. Ist es so, dass
du dich da toxisch verhalten hast, dann musst du unbedingt dein toxisches Verhalten verändern. Kannst hoffen, dass jeglicher Kontakt, der noch entsteht, oder kannst überhaupt hoffen, dass überhaupt noch Kontakt da ist, musst damit arbeiten und dann wirklich in deiner Persönlichkeit an diesen toxischen Seiten transformieren und deinem Gegenüber zeigen und bewusst machen und klar machen, das würde so nicht nochmal passieren und so nicht nochmal vorkommen. Alles andere, es war ein Seitensprung, es war ein Ausrutscher und es war ein Versehen. Werde dir bewusst, wie es entstanden ist, was der Hintergrund ist und dann schaffe Vertrauen, indem du halt wirklich klar machst, dass das nicht nochmal passiert und nicht nochmal vorkommt und so weiter. Also es ist mindestens genauso viele Ursachen, die es dafür gibt, dass man fremd gibt, mindestens genauso viele mögliche Vorgehensweisen existieren, die dann auch noch zusätzlich davon beeinflusst werden, wie der Kontakt gerade zwischen euch ist, wie überhaupt der oder die Ex mit der Situation umgeht. Und da merkt man schon, es ist ganz schwierig, in einem Video bei so einem Thema eine gute Antwort zu geben. Das ist super individuell, auch deswegen mach wirklich den Test für den Aus, schicke mir zu, dann kann ich dir bestmöglich weiterhelfen. Mach dir also im ersten Schritt immer bewusst, ja, es geht um Vertrauensaufbau in den meisten Fällen, weil das ist ja erstmal etwas, was Vertrauen zerbrochen hat zwischen euch beiden. Nur ist es wichtig, aus der Empathie zu handeln, nicht aus der Angst, auch aus dem Herzen und auch aus dem Bewusstsein, was hat denn dieses Fremdgehen in mir überhaupt ausgelöst? Warum bin ich fremdgegangen und was ist in der Beziehung schiefgelaufen, dass das passiert ist? Habe ich mich hier wirklich falsch verhalten? Dann musst du wirklich an diesen Dingen arbeiten, an diesem falschen Verhalten. Hat sich mein Gegenüber eigentlich falsch verhalten? Dann musst du das klar kommunizieren. Dein Gegenüber muss bewusst sein, das wird sich wiederholen, wenn sich das nicht verändert. Und du wirst auch gehen, wenn sich das nicht verändert. Auch wenn du gerade diesen starken Antrieb hast, ihn oder sie zurückzubekommen. Ist es so, dass ihr beide da irgendwo Anteile mit habt, dann ist es wichtig, darüber zu reden, wenn das noch möglich ist, und um die Kommunikation zu gehen. Ist es so, dass es einfach ein Versehen war, weil es einfach so passiert ist, dann finde Wege, das Vertrauen insoweit aufzubauen, dass der Ex, die Ex, wirklich Bewusstheit und Klarheit darüber bekommt, dass sich das nicht nochmal wiederholen wird. Ist es so, dass sich dein Gegenüber oder dass du dich tatsächlich in jemand anderen verliebt hast, ja, dann ist es ganz wichtig, das super ehrlich zu sagen, hey, ich liebe dich immer noch, aber ich habe mich in diese Person tatsächlich verliebt und es kann genauso gut dir passieren, es kann jedem passieren. Und dann kannst du nur auf die Reaktion deines Gegenübers hoffen. Wobei das auch immer wieder davon abhängt, wie reagiert dein Gegenüber darauf. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten wichtigen Punkt. Also das sind erstmal die Sachen, die du kennen musst. Und als nächstes ist ganz wichtig, dass wir immer mit einer Strategie arbeiten, die der Reaktion des Gegenübers sozusagen dynamisch angepasst ist. Ist es zum Beispiel so, dass der oder die Ex auf deine Aktionen, die natürlich den Trennungsursachen und den Ursachen fürs Fremdgehen angepasst sein sollten, anspringt, vor allem Persönlichkeitsentwicklung, Veränderung von Trennungsumständen und so weiter, und es entsteht wieder mehr Nähe und es entsteht mehr Anziehung, dann ist es wichtig, das beizubehalten, nicht blindlings eine Kontaktsperre aufzubauen, sondern Kontakt zu halten, weil über Kontakt kannst du am besten Veränderung transportieren und beisammen sein, zusammenkommen und so weiter. Also alles, was eine Beziehung beweist, kann am besten im Kontakt erzeugt werden. Das heißt, dann ist es zum Beispiel sinnvoll, den Kontakt zu erhalten. Nur ist es wichtig, dass das immer unter der Bedingung passiert, dass alles, was die Trennung ausgelöst hat und herbeigeführt hat, sich nicht noch einmal wiederholen würde, nicht noch einmal passieren würde. Sprich, der oder die Ex war toxisch und deswegen bist du fremdgegangen, der Kontakt wird immer intensiver, dann teste auch aus, hat sich dieses toxische Verhalten wirklich verändert oder würdest du am Ende wieder verletzt werden? Ja, das ist ganz, ganz entscheidend, um sich eben auch vor Menschen zu schützen, die dich nicht gut behandeln oder schlecht behandeln. Ist es so, dass du halt Aktionen machst und der, die Ex geht immer mehr auf Abstand, dann ist es entscheidend, dass du mit Empathie, mit dem Herzen arbeitest, wieder dich ein bisschen auf dich selbst konzentrierst, fokussierst und wieder in die Persönlichkeitsentwicklung gehst, in die Weiterentwicklung gehst, dir die Themen anschaust, die eben das ganze Szenario beigeführt haben und auf dieser Basis der Weiterentwicklung dann erst wieder später in den Kontakt gehst, wenn dann die Chancen höher sind, höher eben durch deine Transformation
und Veränderung, an allgemeinen Lebensthemen, aber vor allem an den Umständen, die die Trennung ausgelöst haben. Gibt es weniger Trennungsgründe, so gibt es mehr Gründe für dich in eine Beziehung zu gehen. Natürlich niemals für den Ex-Partner, die Ex-Partnerin sich verändern, sondern immer nur für dich. Veränderung muss für dich passieren. Das ist ganz wichtig, sonst arbeitest du immer aus einem Mangel heraus. Aber das habe ich in jedem Video schon 100.000 Mal gesagt. Ist aber ein ganz wichtiger Punkt, der leider immer wieder unterschätzt wird. Das heißt, du musst halt gucken, wie sich der Kontakt zwischen euch beiden dynamisch entwickelt. Und abhängig von dieser Entwicklung triffst du dann eine Entscheidung, was jetzt für euch wichtig ist. Wird der Kontakt enger und immer besser und ihr beide entwickelt euch weiter, wodurch ersichtlich wird, dass es so nicht nochmal passieren würde, du nicht weiter verletzt wird, dein Gegenüber nicht weiter verletzt wird, ist das gut. Ist es dagegen so, dass sich bestimmte Umstände nicht verändern, der Kontakt wird aber immer enger, kannst du davon ausgehen, dass es dir oder deinem Gegenüber wahrscheinlich genauso widerfahren wird und sich nicht verändern wird. Und das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Ist es dagegen so, dass sich dein Gegenüber immer mehr entfernt von dir, dann zieh du dich erst einmal zurück, weil das ist ein Signal, dass du empathisch wahrnehmen solltest, hey, hier ist gerade zu viel, konzentriere dich wirklich auf dich, auf deine Weiterentwicklung, arbeite an all diesen Themen, die für Persönlichkeitsentwicklung und so weiter ganz, ganz wichtig sind und geh erst dann, denn durch diese Weiterentwicklung steigt einfach deine Chance, geh erst dann, wenn die Chancen höher sind, erneut in den Kontakt. Natürlich erstmal den Kontaktversuch und dann in den Kontakt. Und auf diese Weise kann dann eben wieder mehr Anziehung entstehen und die Chancen sind einfach besser. Dabei ist der wichtigste Fokus immer darauf, was am Ende dazu geführt hat, dass die Beziehung bzw. dass das Fremdgehen passiert ist. Das Fremdgehen selbst ist natürlich ein Ereignis, wo du dich falsch verhalten hast, weil du es nicht offen kommuniziert hast, keine andere Lösung gefunden hast, keinen klaren Cut gemacht hast und so weiter. Da hast du dich schon falsch verhalten, aber die Ursachen davor, die dazu geführt haben, sind eigentlich noch wichtiger. Denn sie geben uns Aufschluss darüber, warum es gegebenenfalls wieder passieren wird in einer Beziehung und warum es nicht nochmal passieren würde. Und genau das ist eines der wichtigsten Elemente, wenn die Trennung wirklich passiert ist, weil du fremdgegangen bist, um eben zu transportieren, dem Ex oder der Ex klarzumachen, warum es nicht noch einmal passiert oder gegebenenfalls sich selbst auch zu schützen, je nach Situation. Und du kannst nicht sagen, ich werde nie wieder fremdgehen. Du musst eine Veränderung durchlaufen und es leben, vorleben, dem Ex, der Ex, vielleicht auch im Bereich Verhaltensveränderung, vielleicht im Bereich, dass dir etwas bewusst geworden ist, vielleicht im Bereich mehr Transparenz. Je nachdem, was die Trennungsursachen sind oder auch andere Ursachen, die bei euch nicht, die dazu geführt haben, dass es passiert ist, wo etwas nicht gestimmt hat. Und erst wenn das gelebt wird, ja, wenn es für den Ex-Partner, die Ex-Partnerin wahrnehmbar wird, dass das nicht nochmal passiert, hat das einen viel tieferen Einschlag. Und das passiert erst durch deine Transformation, als wenn du darüber sprichst und sagst immer wieder, ich gehe nie wieder fremd, ich mache es nie wieder, das funktioniert nicht. Natürlich ist auch das super individuell. Manchmal muss man es auch einfach sagen. Manchmal muss man ganz viel drüber reden. Manchmal ist es wichtig, dass man wirklich Verhaltensdinge im Kern verändert und transformiert. Manchmal müssen sich situative Umstände verändern. Es ist total individuell und lässt sich fast nie pauschal sagen. Also auch deswegen der Hinweis, mach diesen Test, füll den Fragebogen aus, schicke mir zu. Dann gehen wir in persönlichen Kontakt. Ich schaue mir deine Situation an und kann dir dann viel, 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 viel besser weiterhelfen. Das Wichtigste ist dabei immer mit möglichst viel Empathie in diese Situation reinzugehen, mit viel Bereitschaft wirklich für Veränderung und Bewusstsein darüber, dass die Ursachen für das Fremdgehen ganz wichtig sind. Die musst du kennen. Wenn du die Ursachen für das Fremdgehen kennst, weißt du auch, was sich verändern muss, damit das nicht wieder passiert. Und dann erst gehst du mit einem Lebensgefühl in den Kontakt, gerade wenn du mit viel Willenskraft an diesem Ding arbeitest, dass auch den oder die Ex zu einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit wieder dazu inspirieren kann, dich vielleicht wieder zuzulassen, je nach Situation, oder bewusst zu werden, hey, ich habe mich da falsch verhalten, ich habe da Fehler gemacht, und Veränderung zu schaffen.
Ganz wichtiger Punkt, Bewusstwerdung sozusagen. Und alles andere, wie transformiere ich, wo transformiere ich, was muss ich verändern, sind größtenteils wirklich hoch individuelle Themen. Da gibt es auch viele Videos auf diesem Kanal und das ist immer etwas, das man dann eins zu eins absprechen muss. Das biete ich auch komplett kostenlos an. Mach dafür einfach den Test für den Ausstieg mir zu. Und wenn du ansonsten noch Fragen hast, schreib auch gerne etwas in die Kommentarfunktion, lass mir ein Abo da und dann bis zum nächsten Video.